und herzlich willkommen zur dritten Dark Ride Challenge vom Sonic Ovo Silverwood, die Stadt, die neu entstanden worden ist. Die Jungs sind auch wieder dabei und ich freue mich sehr. Sag doch mal Hallo. Hallo, hallo. Wir sind auch wieder dabei. Ich bin dabei. Ja, super. Die dritte Dark Ride Challenge, die uns eingesandt wurde und die ist vom Sonic. Da haben wir ja schon den einen oder anderen Park tatsächlich gezeigt auf unserem Kanal. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ja. Und, aber zuerst bleibt ihr natürlich hier dran, weil hier geht es um eine Westernstadt bzw. Main Inc. Wer nicht so ganz weiß, worum es hier tatsächlich geht, kann ich gerne an den an das Interview, was wir vor einer Stunde hier auf dem Kanal hochgeladen haben, da mal reinzuschauen. Da kriegt ihr genau gesagt, was hier alles so passiert. Und in diesem Sinne würde ich direkt loslegen mit dem Dark Ride und mir das Ding hier jetzt mal angucken, weil ich bin so gespannt drauf, weil das so wunderschön aussieht, das Ganze. Da hat er wieder ganz, ganz große Leistung vollbracht. Hat er wieder gezaubert. Genau. Ich freue mich. Ja, ist wirklich sehr, sehr toll geworden. Und er hat tatsächlich den Park als Szenario hochgeladen. Mhm. Oder was heißt hochgeladen? Ein Szenario erzeugt, weil er wollte unbedingt Gäste haben, weil es für ihn einfach lebendiger wirkt, das Ganze. Kann ich auch nachvollziehen. Und deswegen starten wir auch hier am Anfang und wir starten mit Silverwood. Das ist doch schön, dass hier ein paar Leute rumlaufen. Auf jeden Fall. Direkt ein bisschen. Nur anscheinend ist das Darkwood gerade ein bisschen kaputt. Ah ne, jetzt wieder offen. Okay. Ich geh wieder rein. Wartungsarbeiten. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier unten ein bisschen um. Ja, wenn hier draußen auch schon was gebaut hat. Ja, definitiv. Ja, ist schon krass, dass hier so eine kleine Vorstadt gebaut wurde und haben wir hier einen kleinen Saloon. Ich habe den gerade voll rausgeballert. Ja, ich hab's auch gleich gesehen. Arbeiter bei Main Inc. gesucht. Suchen wir uns einen neuen Job? Ach, guck mal. Das ist ja auch ein nettes Detail. Passend. Ah, herrlich. Ja, das ist ein schöner Saloon. Ja. Ganz klassischer Saloon, ne? Alles da drin, was da reingehört. Und wer schießt zuerst? Ah, der Sheriff. Burrito. Der mit der schwarzen Weste und dem weißen Ding drunter. Könnte eine Anspielung sein. Im Deadwood Museum gibt es dann eine Geschichte. Wie es hier aus Deadwood Silverwood wurde. Wird Silber gefunden. Genau. Anfassen strengstens verboten. Schaufeln aus Deadwood. Spitzhacken aus Deadwood. Also, ganz kurze Geschichte. Deadwood war einst eine reiche Stadt. Diese Stadt wurde aber von dem großen Erdrutsch 1852 in die Tiefen der Erde gezerrt. Man hat nie wieder etwas von Deadwood gehört. Bis heute gibt es Gerüchte, ob die Gold- und Edelsteinhöhle noch existiert, wodurch die Stadt ihren Reichtum erlangte. Also, das ist die Geschichte zum Dark Ride. Na, okay. Und die Dark Ride hat halt nochmal eine Geschichte. Und wenn man die Geschichte nicht versteht, können wir in der Hufschmiede uns die Geschichte nochmal durchlesen. Sehr gut. Ich finde das schön gemacht. Ja. Er sagte auch, man kann wohl in alle Gebäude rein. Das finde ich ja hervorragend. Bis auf in die Mühle. Okay. Und hier ist dann ein Safe. Nicht betreten, machen wir nicht. Erst nach dem Dark Ride. Denkt mal mit dran. Okay. Nicht, dass wir noch irgendwas verpassen. Oder vorher uns schon spoilern lassen. Hier ist die Q-Line dazu. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Pferde. Ambiente. Hier oben haben wir noch was zu sehen. Wird sich noch beschossen. Hier fliegt gleich auch noch was in die Luft. Das ist sehr schön.
Genau. Ja, du kannst richtig in die Welt eintauchen, ne? Rund um dich rum sind Felsen, Berge, überall passiert irgendwas. Geht das klasse. Ja, ich finde die Windmühle auch toll geworden. Die sieht gut aus, ja. Mhm. Ist echt und auf verschiedenen Ebenen gebaut, ne? Und auf verschiedenen Ebenen gebaut. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Nur so mal gesagt, so. Hier fährt ja auch andauernd ein Zug her. Ja. Der hat tatsächlich nichts mit dem Dark Ride zu tun. Ah, rein noch, der ist so rein viel, Dego. So viel, ja, genau. Der hatte noch so viel Zeit gehabt und wusste nicht, was er machen sollte, hat er das da hingebaut. Okay. By the way. Aber da kommen wir nachher mal rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in mein Ink rein und versuchen uns als Mitarbeiter dort zu bewerben. Darum geht es nämlich so ein bisschen. Stell dich vor, wenn sie suchen. Es gibt auf jeden Fall genug zu lesen. Und ja, das machst du ja schon. Wir sollen uns auf jeden Fall umschauen. Okay. Und das komplett hier, alles ist Custom, ne? Komplett. Oh, Custom. Ja, genau. Ja, das frisst ordentlich Teile. Ab hier Nachtzeit. Oh, okay, hat er gar nicht erwähnt im Interview. jetzt wird es dunkel. Es ging ja auch unter Tage, ne? Es wenig Licht. Ich hoffe, 22 Uhr reicht. Können wir uns das doch gerade mal hier noch so ein bisschen anschauen? Ja, ist außen auch schön beleuchtet. Boah, super. Auch der Canyon da hinten ist auch super beleuchtet. Wirklich sehr hübsch. Das rote Licht passt sehr gut, ja. Ja. Hübsch, hübsch. Los, rein mit uns. Ich freue mich schon. Alles sehr passend. Hält mir. So, ab jetzt, denkt dran, wenn es schaurig wird, nehme ich keine Haftung. Ab hier Nachtzeit. Ist auch nochmal die ganze Q-Line. Er ist aber cool integriert. Ja. Ja. Die ist echt hübsch. Man sieht alles. Zur Station. Oh, cool. Oh. Okay. Hallo Männer und Frauen. Ihr seid also eventuell meine neuen Mitarbeiter. Wie schön. Wir werden euch prüfen, ob ihr auch einen Zug gut führen könnt. Dies machen wir, indem ihr Minenblock A und B abfahren werdet. Wir werden stark auf eure Zeit achten. Na dann, viel Erfolg. Okay, wir müssen so schnell sein. Ja. Ja. Ich mach mal kurz Pause. Hast du was entdeckt? Nee, ich wollte mir die Station einfach mal angucken. Ah, okay. So, Schienenkamera. Schienenkamera anmachen. Weil das ist auch so ein Ding, ne? Da müssen wir auch drauf achten, damit wir das auch richtig fahren. Aber der hat hier überall Schilder, finde ich gut. Ja, kann ich richtig nichts falsch machen. Ja. Und. Schöne Station. Ich finde, ist wirklich schön auch eine sehr schöne. Ja, ja, ja. Echt, wirklich toll. Ja, wir fahren ja scheinbar Block A. Aber ich wusste, dass wir in dem Falschen sind. Ich immer. Das. So. Schienenkamera. Also gibt es theoretisch zwei? Bei Block B? Kann auch sein, dass es ein Zug ist. Dass er dann auf vielleicht Block treffen wir Block B ja auch noch. Das kann auch sein. Ist das jetzt die Schienenkamera? Ja. Das? Oder die vorletzte, ne? Das. Mann. Ich weiß es nicht. Blöder Frosch im Hals. Aber das stimmt, ist das nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Und ich freue mich schon sehr drauf. Oh ja. Wir kennen den Sonic. Das kann eigentlich nur gut werden. So wie die anderen natürlich auch. Gar keine Frage. Ich will hier keine hervorheben. Das wird ein Fest. Aber die Entscheidung wird erst nach dem letzten Dark Ride fallen. Na, von mir aus kann es losgehen, gell? Ja, eigentlich schon. Klingt aber nicht so, als wäre noch Pause. Ich weiß halt nicht, wann es losgeht. Ja, vielleicht, ich denke, wir warten auf irgendeine Blockbremse oder so. Jetzt geht's los. Wir sind noch früh genug. Aber jetzt kannst du auch noch mal gucken. Also jetzt wirst du eindeutig sehen, was die Schienenkamera ist. Gut, jetzt, ich muss einen kleinen Cut reinmachen, weil ich hatte die zweite Schnelligkeit drin, deswegen
fangen wir jetzt nochmal von vorne an und schauen uns die Fahrt mal mit der normalen Geschwindigkeit an. Und ja. Naja, wir sollen doch schnell sein, oder? Eigentlich schon, also, gell? Wir waren schnell. Eigentlich schon. Gut, dann lese ich noch einmal vor. Gerne. Jetzt ist voll viel langsamer auf einmal. Ja, das ist eure Probe. Nicht vergessen, wir achten sehr auf eure Zeit. Viel Erfolg. Ja. Ein Grund, sich zu beeilen. Howdy, hier in Block A ist alles in Ordnung. Ihr könnt also sofort zu Block B. Yeah. Das klingt also ja so, als wäre in Block B nicht alles in Ordnung, ne? Eigentlich nicht. wir schauen uns gleich aber nochmal den Dark Ride genauer an. Deswegen, wir fahren jetzt erstmal die Bahn. Und wir sollen uns nämlich auf jeden Fall umgucken. Was wir auch gleich sehr intensiv machen. Ich glaube, die haben irgendwas gesprengt, hat es gerade so angehört. Na, da ist jetzt halt ein Loch im Boden, ne? Block B, wir brauchen eine kaputte Schiene. Meinst du, wir kommen Block B an? Ich meine, so falsch sind wir hier nicht, ne? Es geht doch um viele Steine und so. Hübsch. Sehr, sehr hübsch. Deadwood. Wir sind in Deadwood. Wir haben Deadwood gefunden. Ja, es ist wohl alles begraben worden. Genau. Sieht aber eigentlich noch ganz gut aus. Man könnte noch drinnen wohnen. Also, es gibt noch Strom, ne? Es gibt noch Strom. Oder halt Feuer. Oder kannst sogar noch rein. Das Haus ist nicht kaputt. Das bisschen kann man wieder streichen. Ja, ein bisschen Farbe, ein bisschen Spucke, dann geht das schon. Eine eigene Gesellschaft unterirdisch auf. Genau. Block A, Block B? Hat er beide Schienen zusammengeführt? Na, zumindest haben wir es ja irgendwie über den Umweg zu Block B geschafft jetzt, ne? Ja, ja. Weil gerade eben die eine Schiene in die andere Schiene fuhr und, oder führte. Ja, ich denke mal, dass die beiden Blöcke ursprünglich relativ nah beieinander waren. Das hat aber lange gedauert. Hier in Block B ist auch alles gut. Mal gucken, was der Chef dazu sagt. Wir haben einen kleinen Umweg gemacht. Dann schauen wir mal, was der Chef sagt. Ich hoffe, er nimmt uns. Hey, guck mal, wir müssen warten. Ja, also wir waren doch bestimmt schnell genug. Stimmt. Ja, wir warten jetzt so lange hier. Stimmt. Eigentlich müssten wir jetzt den Job kriegen. Eigentlich schon. Wir waren eigentlich früher da. Eigentlich ist der Chef zu langsam. Ja. Hat ein Meeting. Ja, wir sind echt die einzigen Bewerber, ne? Nee, ich bin am Überlegen vorzuspulen. Ja, passiert ja gar nicht so viel. Kannst du auch machen, ja. Oder wir reden über was anderes. Und, wie war euer Tag so? Anstrengend. Ja, ich spule gerade vor. Anstrengend. Tatsächlich, ja. Krass, okay. Ja, ich habe heute die... Feiertag morgen halt, ne? Oh, das ist gut. Nur ist Freitag da, aber toll, ne? Das ist nicht so gut. So, geschafft. Ihr habt viel zu lange gebraucht. Was? Ja, man muss auf dich achten. Bitte kommt erst wieder, wenn ihr einen Zug gut führen könnt. Okay. Unverschämtheit. Kann er ja selber nicht. Will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr hier arbeiten. Ich will den Job eh nicht. Ja. Will den Job für dich arbeiten? Ja. Ich musste mich bewerben. Ja, ich hab vorgespult, wir stehen immer noch. Also rausheben tut das scheinbar nicht. Also so. Bitte? Oh, jetzt. Ah, okay. Gut, da sind wir wieder da. War doch hübsch auf den ersten Blick. Auf den zweiten auch. Ist ja auch irgendwie außergewöhnlich, ne? So eine Mine als, also eine Achterbahn als Dark Ride. Ja.
Aber passt super in das Setting. Absolut. Wir fahren dem Ding hier mal hinterher, so ein bisschen. Mhm. Zu Block B. Sind wir da eben wieder langgekommen oder ist das nur bei der Kulisse? Nee, ich glaube, wir sind da langgekommen. Auf jeden Fall sind hier die Minenarbeiter. Für den Job haben wir uns hier beworben und gut, dass uns Chef uns nicht will. Sieht anstrengend aus. Ja, sehr. Ja, im Bagger selber nicht, aber die Leute, die da unten. Ach nee, da kommen wir gar nicht hin. Okay, es geht nämlich hier runter. Kulisse. Ja, ja. Deswegen haben wir so lange gebraucht, weil wir den Umweg gemacht haben. Ich schmeiß dich wohin. Ja, da. Oh, cool. Gibt eine Kurve hier drin. Licht aus. Das ist dann die Höhle. Mit den ganzen Diamanten. Ja. Also ich würde sagen, wir waren schon sehr viel erfolgreicher als alle anderen Minenarbeiter. Ja. Deadwood. Ja, wir haben Deadwood nämlich gefunden. Ja. Das haben viele sehr lange nicht geschafft. Und die ganzen Diamanten und Edelsteine da, ist ja auch. Das stimmt. Saloon. Guck mal, eine Schmiede ist bestimmt was. Ja, bestimmt. Er hat doch gesagt, man kann die ganzen Häuser rein. Ja, ja, genau, genau. Ja, oben. Nein, ich muss unten jetzt reingucken. Okay. Es gibt tatsächlich einen Easter Egg, den wollte er mir nicht sagen. Ja, das kann ja nur hier unten sein. Bitte? Das kann ja nur hier unten sein. Bist du sicher? Nee, ich muss denn sonst nichts sagen. Springt dir das ganze Video, wenn ich mich jetzt hier komplett umgucke. Achso, und er hatte mir noch was erzählt, beziehungsweise im Interview. Das konntet ihr jetzt noch nicht wissen, weil ihr nicht dabei wart. Bei der Aufnahme tatsächlich. Dass die ganzen Animatronics haben einen Namen. Alle Animatronics. Ach, okay. Okay, okay. Das könnte ja auch durchaus ein Easter Egg sein. Dann. Das könnte ein Easter Egg sein, ja. Nee, nee, das war der nicht. Okay, okay. Ich habe nämlich auch gesagt, oh, das ist ja ein Easter Egg. Ja, und es gibt noch einen, aber den verrate ich nicht, hat er gesagt. Ja, jetzt möchte ich aber auch wissen, wie alle heißen. Ja. Alle. Ich weiß es nicht, ob wir irgendwen übersehen haben. Okay, okay, das ist eine Kulisse, okay, verstehe. Aber reicht hier voll aus. Okay, hier komme ich nicht durch. Dann kann ich hier wieder Licht ausmachen. Ah, cool. Das sah jetzt schön aus. Das war cool. Ja. So. Stimmt ja gar nicht. Gebäude 35. Ja, klingt man nur die Stuntfrauen. Die heißt Standfrau. Die heißt tatsächlich Standfrau. Vielleicht die vorne, also der Sheriff oder so? Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, irgendeiner am Eingang war benannt. Da kann, nur Saloon, mal. Kann ja eigentlich nur im Saloon sein, oder? Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier die Leute alle benannt worden sind. Das hätte ja den ganzen Rahmen gesprengt. Oh, der ist einzeln. Der Sheriff hat bestimmt einen Namen. Tretender Cowboy. Das wusste gar nicht, was das Ding so heißt. Ich hab keine Ahnung. Ich wusste es auch nicht. Das ist ein komischer Name, ey. Könnte mal gucken, ne, ob der wirklich so heißt. Das wäre schon ein sehr spezifisches Easter Egg. Tretender Cowboy. Der ist wirklich so. Krass. Hätte ich dir nicht sagen können. Nee, absolut nicht. Okay. Ist aber auch schön gemacht, dass er hier noch den Bahnhof mit reingemacht hat. Wollte ich ja. Da ist doch bestimmt. Ah, okay. Ja, da hätte was drin sein können, ne? Ah, schade. Wir werden den Easter Egg noch finden. Also der Mann will wohl auch einen Namen haben. Rudi Rinkermehl. Aha, den kennen wir doch. Ja, den kennen wir doch. Genau, Rudi Rinkermehl. Der Mann, der hier in der Mine arbeitet. Der Mann soll. Ach, der wurde genommen! Der war scheinbar schnell genug. Rudi Rinkermehl.
Ja, der Dark Ride sah doch richtig schön aus. Auf jeden Fall. Mhm. Er hat gesagt, ich sollte mich tatsächlich umgucken. Aber haben wir irgendwas gesehen? Meinst du denn hier drinnen oder draußen? Nee, hier drinnen. Lehnender Cowboy. Tretender Cowboy. Archäologe mit Schaufel. Oh. Archäologe mit Spitzhack. Okay. Ja, wahrscheinlich dann draußen im Saloon oder so. Ja, ist ein bisschen schwierig, das rauszuholen. Ich weiß nach was oder wo wir suchen müssen. Gut ziehender Cowboy. Ich würde jetzt hier tatsächlich nochmal ein bisschen rumgucken. Ob hier nicht doch noch irgendwas ist. Easter Egg-mäßig. An der oben, an der Decke vielleicht. Ich weiß nicht. Hm. Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier lang gehen? Kulisse. Ach so, okay. Ist nur Kulisse. Okay, ich gehe jetzt trotzdem nochmal komplett lang. Ja, irgendwo muss ja was sein. Hier irgendwas? Nein, okay. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es irgendeinen Hinweis gibt oder so. Das kann ich halt nicht sagen. Das hat er mir auch nicht gesagt. Naja, wir... Oh. Also die Goldteile habe ich irgendwie nicht gesehen eben. Goldteile? Nee. Achso, okay. Ich habe nur die Kristalle gesehen gehabt. Okay, ein Drache ist hier auf jeden Fall nicht. Aber warte mal, kannst du mal nach rechts drehen? Und noch rechts und nach unten gucken? Warte, achso, jetzt war einfach nur das Goldding, okay. Ich habe nur irgendwas spiegeln sehen. Ja, ja, alles gut. Ich dachte vielleicht das Text. Ja. Naja, dann kommen wir hier oben lang. Ist auch schön, dass sich hier das mit Holz noch bearbeitet hat, ne? Ja. Das ist wirklich cool. Ist schön geworden, auch mit den Steinen, dass er das so mit integriert hat in die Strecke. Sieht cool aus. Und jetzt kommen wir wieder hier hin. Ich meine, okay, das ist wirklich sehr dunkles Wasser. Zum Platten. Das sind einfach nur Platten, ja. Genau. Ja, ich will das Easter Egg finden. Ja, vielleicht finden wir draußen in den Häusern noch eine Antwort oder einen Hinweis, wenn wir hier nichts finden sollten. Ja, ich mache jetzt auch gerade im Schnelldurchgang, weil wenn wir es nicht finden, dann müssen wir uns die Geschichte durchlesen. Ich glaube, da stand es drin. Das wäre sehr gut, ja. Es wäre schade, wenn wir es nicht finden, aber ich würde es gerne selber finden. Ja, das, klar. Verstehe also ich. Den Ansporn habe ich schon. Ja, wenn ich extra was versteckt für uns, dann müssen wir es ja auch finden. Eigentlich schon, ne? Wenn es überhaupt... Boah. Was ist denn mit der Stimme los? Wo ist sie denn? Geht's dir gut? Boah, im Keller. Holst du mal was raus da? Oh, ich muss gleich mal hin. Oh, vielleicht hier drin. Nee. Das wäre lustig gewesen. Ja, schon, ne? Ah, oh, so ein Hinweis wäre cool. Irgendwie... Nachher suche ich mich doof. War es aber auch nichts irgendwie offensichtliches, dass an irgendeinem Schild irgendwas dran steht, das wir nicht gesehen haben, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe extra Licht an. Eigentlich ist es auch nicht cool. Ich habe extra Licht an. Boah, es ist krass, dass sich hier alles freigemacht hat, ne? Ja, es ist einiges, was man so nicht gesehen hätte, wenn man es einfach nur dunkel mitfährt. Ja, das stimmt, ja. So, hier war ich schon und jetzt kommen wir eigentlich schon Block B. Jetzt kommen wir ja schon wieder zurück. Und hier waren wir ja auch schon. Das ist ja hier der Weg. Ja, genau. Hier ist auch keine Gasse oder so. Oder irgendwie was. Irgend so ein Loch, wo man durch kann. Weil, weißt du noch vom Benutzername, wie er das gemacht hat? Ich war gerade am Schauen. Ja, ja. Ob irgendein rotes Lichtchen irgendwo ist oder so. Was haben wir hier? Das ist das. Das ist da. Recht eng gebaut, schon. Recht eng gebaut dann. Ja, bestimmt. Gut, also hier haben wir tatsächlich nichts gefunden. Außer wo die Rennkamel, den haben wir gefunden. Ja. Wo die Rennkamel haben wir gefunden, ja. Ist das ein Sequencer? Ist der Sequencer steuerbar? Hat er irgendwas, was man auslöst? Oh, das ist eine gute Frage. Man kann hier Play drücken. 8 Sekunden. Ich kann auch den Auslöser anzeigen lassen. Wie mache ich das denn nochmal? Du kannst ja auf Play drücken und dann die Kamera mal anwählen. Da müsstest du ja eigentlich irgendwo hin. Ist keine Kamera drin.
Das sind dann was die Lampen unten oder so. Das sind Lampen, ja. Ja, okay, okay. Also da unten, ich weiß nicht, sieht man's. Seht ihr das? Ja. Ah, okay, ja, ja. Da, irgendwo da unten in der Mine ist der Auslöser hier hingebaut worden. Gut. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so für Namen finden. Achso, wir können jetzt ja auch in die Bank rein. Bei mir steht safe. Ah, sehr gut. Du Schlingel. Finde ich gut. Ja. Und Shinji hält ein Schild für uns. Ah, schön. Sehr schön. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Mach das mal. Ja, auf jeden Fall. Und ein Like da lassen. Ja. Nicht betreten. Vielen Dank. Aber hier, guck doch mal, wie viele die heißen hier. Das sind ja bestimmt Namen. Ja, stimmt, genau. Oh, sind alle im Gebäude drin. Das Grobi. Geil. Der ist im Gebäude drin. Biertastic. Aha, aha. Kennt man alle. Rick. Der Rick, der sitzt da. Der Faule. Ja, ich mach's mir gemütlich. Dead Forest. Ja, dann müssen die zwei aber auch irgendwo sein. Bestimmt. Ich weiß schon, wo wir sind. Wo war die Schmiede? Hä? Oder wie sind die Pferde? Ich sehe euch im Saloon. Ja, genau. Wir sind im Saloon. Wir schießen uns gerade gegenseitig ab. Boah, das kann natürlich sein. Wütender Schießender. Okay. Aus Deckung Schießender. Dann sind wir also im Saloon drin, wenn die das nicht sind. Ja, okay. Die haben keinen Namen. Aber finde ich cool. Ist auf jeden Fall lustig. Mhm. Benutzername. Oh, der Benutzername wird erschossen. Okay. Uiuiui, okay. Batch. Von Batch. Oh, wer ist das? Ginny. Sehr wahrscheinlich, ne? Evelyn. Hey. Evelyn. Freuen. Sonic. Ja. Finde ich sehr passend. Barkeeper, ja. Dann ist das Ginny. Ja, Shinguin. Und wer spielt hier Klavier? Ach, ich bin's. Ach, du bist das. Ja klar, hast du nicht erkannt? Wieso? Erkennst du doch am Bart. Also, den kann ich jetzt nicht anklicken. Alle rasten aus. Modern Consumer. Rillenfurz der Große. Sehr schön. Wer ist die junge Dame? Ich bin eine Frau. Die Chrissy. Naja, also eben in der Testaufnahme hat der Mitaro gesagt, er identifiziert sich als Gurke. Also. Ah, da ist Mitaro. Ich bin der Kotzende. Dann ist Leander. Ja. Leander. Er hat zu viel gesoffen. Leander, okay, hier ist kein Mitaro. Nö, mich gibt's nicht. Dann müssen wir weiterschauen. Okay. Ah, okay. So. Dann müssen wir weiter auf die Suche gehen. Erstmal hier alles ausschalten, hier wieder. Ja, da sind ja noch ein paar Gebäude. Genau, hier sind ja noch ein paar Gebäude. Ich glaube, ich mache wieder auf Tag. Hm? Ich fand, also im Dunkeln ist es auch schön, aber ich weiß nicht, im Hellen finde ich den noch schöner. Ja, es ist schön, wenn man was sieht. Das auch. Okay, hier ist kein Mitarbeiter, kein Animatronic, aber es waren im Museum noch welche. Und jetzt muss ich wieder das einschalten. Coasty TV. Schickedim. Schaut sich Loren an. Random Planko. Und Junetska. Oder Juniska oder wie auch immer. So, anfassen verboten stand hier. Aber Hauptsache mit dem Gesicht rein. Warum anfassen verboten? Warum das Museum ist, ne? Das soll okay, man nicht anfassen. Das deswegen. Und man soll. Ist hier oben noch was? Das ist immer ganz gefährlich hier, also. Man weiß nicht so wirklich. Er sagte auch, das hier ist nicht begehbar. Aber hier ist vielleicht ein Easter Egg drin. Okay, hier ist die Toilette. Hier sind ja Shops und so.
Gut, dann müssen wir wohl doch in die Bank. Bank waren wir schon, Hufschmiede, meinst du? Nee, waren wir noch nicht drin. In der Bank waren wir drin, stimmt, in der Hufschmiede, weil da ist die Geschichte nämlich erklärt. Aber ich frage mich gerade, wo Mitaro ist. Ja, den müssen wir auch irgendwo finden. Kont ignoriert. Ich bin kein Teil. Ich bin kein Teil. Vielleicht ist Mitaro irgendein Pferd. Ich bin ein Pferd, ja. Habe ich hier was übersehen? Oder, oder der ist irgendwo bei der anderen Bahn, die nur aus Zierde da hinten steht. Ich kann die gar nicht benennen. Doch, kann ich benennen. Was sagst du, Rick? Vielleicht bei der Bahn, die einfach nur zur Zierde hinten rumfährt. Ja, kann natürlich auch sein, weil die haben wir noch nicht gefahren, da müssen wir gleich auch noch mitfahren. Oder irgendein Mitarbeiter oder so. Vielleicht ist denn da das Easter Egg drin in der Bar? Das ist so meine Hoffnung, weil das nämlich das Letzte ist. Aber ich weiß halt nicht, was hier drin ist. Hab ich auch noch nicht reingeguckt. Eingang. Da wird gespawnt. Ja, okay. Ist tatsächlich nur Eingang. Aber der. Guck mal, da oben ist auch noch was. Da war ich noch gar nicht. Hey, jede Tür wird mitgenommen. Hm. Okay, warte mal. Hier war keiner unterwegs, gell? Ja, wir sollten uns hier umgucken. Ich weiß, hier bei Nacht, aber mache ich jetzt nicht. Ist bei Tag auch schön. Warte. Warte. Okay, hier ist nix. So, das war Rudi Rennkamel. Der betreut diese ganze Bahn alleine. Ah, nee. Ist das hier doch vielleicht Mitaro? Aber kann man, ich glaube, die könnte man im ersten Teil noch gar nicht umbenennen. Nee. Die waren, glaube ich, noch gar keine eigenen Personen. Aber das kann doch nicht sein. Der muss doch irgendwo sein. Oder hast du den tatsächlich vergessen, Sadek? Ich bin nicht relevant. Das wäre so lustig. Das ist unser Gruppenleiter, der ist super relevant. Sadek? Ich mach anscheinend so wenig Videos irgendwie. Das ist Bitch. Quark. Vielleicht ist er einer von Tänzerinnen. Ja, oh ja, das ist, vielleicht bin ich einer von den Tänzerinnen. Tanze vorne. Da siehst du dich, ne? Prinzessin. Da sehe ich mich. Ah, die sind auf jeden Fall benannt. It's Loon, Velo und Sitflex. Die haben tatsächlich Namen. Aaron spielt. Ich habe das Gefühl, dieses ganze Dorf hier hat sehr viel Persönlichkeit. Wahrscheinlich würde das einfach genauso aussehen, wenn unsere ganze Community einfach in einem Dorf leben würde. Da würde genauso ein Westernstadt bei rumkommen. Ja. Alles so gesetzlos hier. Okay, krass. Es ist auf jeden Fall eine super coole Idee. Ja. Allerdings würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, wie wir hier mit der Bahn fahren. Oder wir gehen einfach mal hier rein. Okay, da führt sie nichts. Da kommt die nächste. Und wir müssen natürlich mit dem Zug fahren, ne? Jetzt kommen wir da nicht rein. Ja, könntest halt. Ja, fahren wir einfach mit. Das ist am einfachsten. Oh nein. Was so? So. Krasse Perspektive. Ja, ist schon interessant, das mal so zu sehen. Da dann die Station. Oh, also, das wäre wirklich ein Platzhalter einfach. Ja, krass. Oder einfach gut. Mal hier hingebaut. Das ist echt, das ist ein cooles Element. Ist das ein Weg da hinten? Ja, irgendwie schon. Kommt man zu der Bahn hin? Da ist ein Mitarbeiter, ne? Tatsache. Da läuft ein Mitarbeiter tatsächlich, ja. Band. Ach, weißt du, die aber nur für den Mitarbeiter, damit die Bahn nicht kaputt geht. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Damit sie nicht kaputt geht, ja. Aber da war nämlich gerade, glaube ich, nur ein Personalraum. Nee, der hat die auch nicht als Test laufen, sonst würde man ja die weißen Mannixen sehen. Ja. Ich glaube, ich komme da auch nicht hin. Ja, wenn du auf T drückst, kannst du durch Gelände durchfliegen. Was? Wenn du auf T drückst, kannst du auch durch Gelände durchfliegen. Auf T? Mhm. Nee, da muss das einstellen. Achso, ist das nicht... Achso, okay. Nee, standardmäßig ist es nicht. Du musst in der Einstellung irgendwie mit der Kamera was einstellen, dass du dann in Terra reinfliegen kannst.
Ach so. Okay. Wusste ich schon gar nicht mehr. Das war so eine Ewigkeit angestellt. Jo, Bella Italia ist fertig, ne? Brauchen wir nicht mehr. Ja, okay. Es ist jetzt echt doof. Ja, wir haben noch ein Haus, ne? Wir haben noch, wir waren noch in der Schmiede noch nicht drin hier. Stimmt. Und. Da steht auch einer. Mitaro! Hey! Na also. Du bist der Hufschmied. Ich bin der Hufschmied. Da. Ach du lieber Gott. Runter, 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 runter. Das ist der Keller. Ja doch, klar, da müssen wir doch hin. Echt? Geh rein? Natürlich, ja, geh rein. Ich will nicht. Du hast ja eben gesagt, keine Stimme ist da unten. Stimmt. Wie cool. Das ist ja eine geile Idee. Richtig geil, ja. Ach du lieber Gott. Okay. Ihr seid neu in Silverwood und sucht nach einem Job. Um einen zu finden, seht ihr euch im Museum oder in der Bar um. Durch den Besuch im Museum wisst ihr, dass unter Silverwood die vergrabene Stadt Deadwood liegen muss. Ihr habt in der Bar auch erfahren, dass die Firma Mine Inc. nach der Stadt am Suchen ist und sie deswegen noch Mitarbeiter brauchen. Da sind wir ja absolut perfekt für gewesen. Wir haben die Stadt gefunden. Ihr habt also endlich euren Job gefunden und alles, was euch nur noch im Weg steht, ist die Prüfung. Ihr startet sie, aber ihr merkt, in Block A ging irgendwas schief und auf dem Weg zu Block B seht ihr, was schief ging. Ja, der Boden ist weg gewesen. Die Schiene ist kaputt und ihr rast volles Rohr in die Tiefen des Berges. Aber was schimmert da? Es ist die Edelstein- und Goldmine von Deadwood. Ihr gelangt mit eurem Zug auf das alte Schienennetz von Deadwood und ihr werdet über eine Schlucht zu Deadwood geführt. Zum Glück hat das alte Schienennetz einen Weg nach oben, aber die Zeit. Schnell fahrt ihr zu Block B und dort ist auch alles in Ordnung. Nur leider habt ihr wegen eurer anderen Route viel zu lange gebraucht und niemand würde euch glauben, dass ihr Deadwood gefunden hättet. Aber nun wisst ihr, wo Deadwood und die Höhle ist und wer weiß, vielleicht habt ihr bald eure eigene Firma und dann auch den Reichtum von Deadwood. Ende. Okay. Ja, ich denke, also, wir können auf jeden Fall gut Konkurrenz machen. Wir wissen was. Ja. Wir wissen aber eine Sache noch nicht. Und zwar das Easter Egg. Es sei denn, das hier soll das Easter Egg sein. Aber ist der Kerl nicht auch das Easter Egg? Achso, das hat er erzählt. Das war ja das für die Erklärung. Genau, das hat er erzählt gehabt, dass da die Erklärung drin ist. Genau, ja, genau, das hat er mir erzählt. Oder das sind die ganzen Namen, ne? Aber hat er auch erzählt, die ganzen. Nee, das hat er mir ja auch gesagt. Die Animatronics haben alle Namen. Also dann wahrscheinlich, also nur die in der Stadt tatsächlich und der eine in der Station. Und. Ja, gut, dann bleibt halt nicht mehr viel anders. Ich weiß halt nicht, ja, es müsste eigentlich dann in der Bank im Safe das Easter Egg sein. Aber der Sunny kann uns ja unter diesem Video gerne kommentieren, ob wir richtig lagen oder nicht. So schaut's aus. Sehen wir dann, wenn das Licht angeht. Genau. Ja. Genau. Gut, das war ein sehr, sehr toller Dark Ride, ein sehr, sehr hübscher Dark Ride. Das war auch eine tolle Geschichte, ein toller Hintergrund. Das Interview war mit dir auch super klasse. Ich bedanke mich, wir bedanken uns bei dir, dass du bei uns mitgemacht hast bei der Challenge. Und, auf jeden Fall. Freuen uns schon auf deinen nächsten Park und auch auf die nächste Challenge, die du bei uns mitmachen würdest. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, auf geht's. Die nächste Challenge kommt und die kommt von Anaxagoras. Dürft ihr nicht verpassen, also abonniert diesen Kanal, liked diesen Kanal und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch auf Discord folgen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonnier
Herz und Zeit hab.